So, wo ist jetzt Code-Ding? Water Jug. Ich will halt eigentlich mal alles erstmal entdecken, erkunden. The original suds clean the dishes. Regular dish soap. Put it back. Okay, Cookbook. Cookbook. Ah! Lookout Cookbook. Region 4. Forest Service. Was ist das? Das würde ich halt gerne anschauen. Toll, man sieht ihr Gesicht nicht. Ja, leg zurück, bitte. Leg zurück. Danke. Lampe brauche ich nicht. Diese Pein brauche ich auch nicht. Meine Jacke. Meine Mütze. So. Natürlich immer die Mütze aufsetzen und dann gehen. Was ist das? Flora auf der Show-Shown-Poster. Blue Spruce. Cottonwood. Lodge People Wine. Ne, Lodge Pole Wine. Was will People? Aspen. Jo, egal. Und hier Kalender. Wir haben Mai 1989. Und das ist ein Truck. Wie man unschwer erkennen kann. Was ist das? Kann ich das benutzen? Thermos. Was steht hier? Manly Thermos. Hey! Warum hat der das eingeworfen? The Singular Mind. Kann ich das lesen? Vielleicht? Nicht? Ah. The Singular Mind. Dr. Jonas Elliot. Oder Elliot. Don't mind your mind alone. Have you considered the untapped power of your own mind? Do you often... Was? Ah. Dieser Kreis. Ponder the unexplainable. Was? Alter. Nein. Ich darf das nicht loslassen. Verdammt. Do you find yourself seeing that witch is not there? Do you aim to explore the labyrinth of your own psycho? Was ist das? Doktor, ich glaube Dr. Jonas Ellard, PhD, also PhD, sorry, renowned psychoanalyst and Rhodes Chair of Psychology at Loyota Marymount, as he explores the power of solitary mind. This conclusive but accessible treatise on the power of help. Leck mein Arsch. Ich lese nicht. Was? Du kannst nicht lesen? Alpha Telefon Münster. The Birds of Wyoming. Das will ich. Ich lese nicht. Normal müsste ich eigentlich. Ja komm, wenn wir schon dabei sind, dann können wir alles aufstellen. So. So. So, und das hier auch. Auch alles nach da unten. So, perfekt. Glascleaner. Schauen wir natürlich nochmal an. Da steht hier Stirilex. Und es ist in unserem Arm drin. All-Purpose Spray Cleaner. Alles klar, das liegt einfach in der Erdnussbutter. Supplies kann ich nicht anschauen. Ja, aber ich würde gerne diese Supply-Box, von der die Oma geredet hat, finden. Ja, Bleach. Bleach. Chlortox. Okay. Supply-Box. Supply-Box. Ah, dann gehe ich halt. Achso, ich nehme direkt auch schon mein Ding mit. Ich würde gerne mit der Oma reden. Ne, würde ich nicht. Gut, dann gehen wir jetzt runter. Ich glaube, ich nehme den falschen Weg. Ja, das habe ich gut erahnt. Kann ich mich eigentlich ducken oder so? Ne. Ich sollte eigentlich der Rope mitnehmen, hat die Oma gesagt. Aber ich weiß nicht, wo der Rope ist. Und das hier vielleicht zumachen? Ne. Dann halt nicht. Hä, aber warte, gibt es hier keine Objectives oder sowas? Escape? Ne. Q? E? Ne. Ja, dann halt nicht. M to read map. Hier. Hier bin ich und wohin muss ich gehen? Wohin muss ich gehen? Warte, die hat gesagt in Richtung Osten. Warte mal. Westen.
Welchen ist da? Also folge ich mal. Ist es das Grüne da? Damage Tree. Hey, was für Damage Tree? Soll ich da jetzt hin? Keine Ahnung, Alter. Ja, ich folge einfach mal dem Weg. Jonesy Lake. Find Rope in NFS Cashbox 306. Aber wo ist das NFS Cashbox? Steht es hier irgendwo? Ach, da! Need for Speed Cashbox. Ja, mach mal weg. Mach mal weg. Danke. Es ist auf dem Weg irgendwo. Ich dachte, das wäre jetzt in der Kabine da oben. Naja. Ist aber schon geil hier. Geile Scheiße. Aber ich denke, hier wird man schon schnell verrückt. Würde ich jetzt mal annehmen. Ich bin mir natürlich nicht sicher. Ja. Was ist das? Ach, das ist bestimmt diese NFS Cashbox, oder? Ja. Ja. Hey, ich habe die Supplybox gefunden. Also sind da viele von diesen Dingern draußen im Wald? Was war der Code nochmal? Ah. 1, 2, 3, 4. So. Map. Cache 306. So, Ron. Hey man, guy couldn't take it, so I locked up his lookout and put some stuff in the box. Found one of these, found of those bars you liked. Ich dachte Bears. Hiking into the park, but let's get fucked when I'm back. Okay, danke, danke Dave, danke. Kann ich das? Was ist Hold? Tapped. Achso, ich habe das behalten. Ah, okay. Old Rope. Take. Okay. Ja, warte kurz, warte kurz. Jetzt habe ich Rope und Granola Bar nehme ich natürlich auch. So. Und ja, mach mal zu. Ich schließe es ab. Schließe es ab. Was ist eigentlich das mit diesen Pines, Mann? Vielleicht wächst hier jetzt ein Dinger. Ein Baum. Oh Gott, das wäre geil. Warte. Was macht der da? Map updated. Ach du Scheiße, jetzt check ich's. Aber. Naja, wir laufen jetzt mal weiter. Ich muss nochmal schauen, wo das herkommt. Alter, ich sehe das nicht. Ich schau mal in den Himmel. Ich schau mal in den Himmel. Ne, irgendwo hier. Irgendwo hier. Wir warten einfach mal ein bisschen ab. Kompass. Westen. So, wir gehen nach Westen. Hier lang einfach. Toggle Jogging. Ach so. Man kann auch joggen. Geil. So. Wenn ich das jetzt nicht sehe, dann bin ich hier komplett falsch. Hallo? Ich sehe das immer noch nicht. Ich schwöre, ich sehe das immer noch nicht. Das gibt es doch nicht. Springen. Ich bin. Oh. Ich bin mir halt nicht sicher, wo das ist. Ach, da, jetzt sehe ich's. Rope Hook. So, häng mal dein Rope da dran. Was? Ja, bitte, mach. So. Jetzt. Ob dieser Knoten hält.
Ich kenne mich natürlich mit Knoten nicht so gut aus. Aber ich hoffe, der hält einfach. So. Es wird hier schon dunkel. Ah! No! Ah, fuck! Geil. Wie kommst du jetzt wieder hoch? Ah, der hat ja noch seinen Ehering dran. Report climbing accident. Hey. What the hell's wrong with you? My rope snapped coming down the shale slide. You didn't break anything, did you? No, I think I'll make it. Be careful for Christ's sake. Wie komme ich denn wieder hoch? Over. Danke für die Antwort, Alter. Hey. Echt so? Ah, dann ist gut. Ich denke, es gibt schon noch andere Wege nach oben. Ah, hier kann man wieder weiter nach unten. Ja, der Typ hat jetzt aufgehört mit seinen Feuerwerken. Kann es sein? Weil ich sehe den gerade nicht mehr. Und seine Feuerwerke auch nicht. Und ich höre sie auch nicht. Wo ist denn unser kleiner Freund? Dieser kleine Halunke. Meadow, was ist Meadow? Achso. These cliffs down here are something. Hell of a nice camping spot. Hey, I'm not sure where to look. I'm staring at the big outcropping down here, but I'm not quite sure where to look for our pyrotechnicians. Maybe keep heading west toward the lake. West. Paul Weston. Warte. Ja, so stimmt es. Ich nehme natürlich erstmal diese Bierkannen unter Beobachtung. Ich beobachte dich, Red Eagle. Das behalte ich natürlich. Und das hier auch. Was? Ich Alkoholiker? Nee, was? Hat hier jemand was gesagt? Gut. Ah, hier ist das Feuer. Das heißt, die haben es von hier gemacht. Und hier ist diese Flasche wahrscheinlich. Whisky. Oh shit, Ferreter Irish. Ist das gut, oder was? Ferreter Irish. Okay. Gut. Stomp out. Damit hier auch ja keine Feuer entstehen. Aha. Aha, das sind doch die vom Aldi, ja? Die nehme ich natürlich auch an mich. Und diese Bierkanne. Bierdose wohl eher. Hier sind ja richtig viele, Mann. Ja, ich meine, da oben kann es ein bisschen langweilig werden. Und einsam, da hilft Bier schon ein bisschen. Was ist das? Two pair of clothes. Ich hoffe, das sind keine hässlichen alten Männer. Ich hoffe, das sind keine hässlichen alten Männer. Oh, ah, okay. Unterwäsche. Kann ich das eigentlich mitnehmen? Ich würde das eigentlich gar nicht mitnehmen wollen, weil ich weiß nicht, wem die gehören. Aber egal, wir sind jetzt so ein Pädophiler, der jetzt daran schnüffelt. Perversling. Ich weiß jetzt nicht, wie alt die sind. Das sind wahrscheinlich noch so Jugendliche. Ah, das sind zwei Frauen. Man, die ist love. Love. Baby, don't hurt me. Nee, nee. Ich reporte das jetzt mal nicht. Vielleicht ergibt sich ja noch was für Fountain. Da,